die Pferderennbahn in Dresden-Seidnitz. Während der morgendliche Berufsverkehr schon im Gange ist, geht es auf der 1891 errichteten Rennbahn noch gemächlich zu. Hier ist das Zuhause von Rennpferd Fabregas. Der 5 Jahre alte Wallach wird von Claudia Barsig trainiert. Der Vollblüter bekommt nach seiner Fütterung und täglichen Pflege eine besondere Trainingseinheit. Denn der temperamentvolle Bursche steht kurz vor einem Rennen über die Distanz von 2200 Metern. Die Erwartungen von Trainer und Besitzer sind groß, denn Fabregas ist ein Spezialist dieser Strecke. Erfolgreich ist er jedoch erst seit seiner Kastration. Doch die hätte ihm beinahe das Leben gekostet. Also es ging ihm wirklich sehr schlecht. Und wir mussten den dann in die Klinik schaffen nach Leipzig. Also das war schon sehr lebensbedrohlich. Ne? Und die Tierärztin hatte dann also empfohlen, das Pferd einzuschläfern, weil das ganze Immunsystem und alles so weit unten war. Aber Gott sei Dank haben wir ihn wieder hingekriegt und hat sie uns gedankt. Claudia Barsig war eine der wenigen, die immer an ihn glaubte. Sie trainierte Fabregas zu einem Siegerpferd. Die Kunst des Trainierens besteht auch mit darin, dass man die Pferde individuell trainiert, ne? Dass man auf jeden Einzelnen eingeht, dass man zum Beispiel auch beachtet, ob das in der Herde ranghöhere oder rangniedere Tiere sind und dann bei den rangniederen den Kampfgeist versucht rauszukitzeln. Und der gehört mit zu unserem Besten, der hat dieses Jahr schon 5 Rennen gewonnen und ist immer noch super auf dem Posten. Heute ist Renntag und auf der Bahn herrscht reges Treiben. Familien, Pferdefreunde und Sportinteressierte kommen zum letzten Rennen in dieser Saison. Die Wettschalter sind gut besucht. Viele erhoffen sich, mit ihrem Geldeinsatz ein schönes Sümmchen zu gewinnen. Die Trainerin Claudia Barsig konzentriert sich jedoch auf ihre Pferde. Ja, es ist anstrengend. Man hat schon irgendwo gewissen Druck, dass die Pferde alle ordentlich starten und laufen und gesund aus dem Rennen kommen vor allen Dingen. Der Boden ist für Fabregas okay. Wir hoffen, dass er gut drauf ist heute. Ich hoffe, er gewinnt. Heute ist auch der saarländische Besitzer von Fabregas auf der Bahn, um das Rennen seines Schützlings zu verfolgen. Bei der Rennbesprechung zwischen Trainer und Jockey ist er immer mit dabei. Fabregas wird heute nicht von seinem gewohnten Jockey geritten. Der ist verletzt. Aber der eingesprungene Reiter ist kein Unbekannter für Fabregas. René Koplik war ja bis vor kurzem noch bei uns im Stall und kennt ihn ja von der Arbeit. Da gehen die Boxen auf für Rennen 6. So, ist es losgegangen, jetzt gucken wir mal. Für den Galopprennsport in Dresden, Ausgleich 4 über 2200 Meter. Das Feld formiert sich vor der historischen Tribüne. Medinella weist den Weg, innen dabei ist Hassuna, zweites Pferd, außen Fabregas, dann sieht man Unisono. Und hier gibt es Applaus, wird uns allen etwas wärmer, Stoccaro eilt hinzu zu Fabregas und zu Hassuna, auch alle sieht das dabei, dann folgt Unisono vor dem restlichen Kandidaten. Die Pferde jetzt gleich in der Geraden, die werden jetzt hier weit nach außen tendieren, Farben von Alesita, jetzt noch bis zur Linie reichlich, 200 Meter vorn der Zweikampf, Alesita mit Hassuna, Tokaro ist dritter vor Vulkan innen, aber die 2 geht nach vorn, Alesita vor Hassuna, Alesita bringt den Sieg nach Hause vor Hassuna, Tokaro wird dritter vor Vulkan. Dann Fabregas, Unisono und schließlich Storming Wind vor dem Rest. Andreas Helfmann. Der erhoffte Sieg als krönenden Abschluss der Saison blieb für Fabregas diesmal leider aus. Also ich kann es mir selber nicht erklären. Ja? Aber wie gesagt, das weiß ich dann immer hinterher, wenn die Trainerin bzw. der Jockey mir sagt, was der Grund war. Ja? Weil gekämpft hat er ja, man hat ja gesehen, er wollte, aber er ist eben auf der Stelle getreten. Es waren eben 4 schneller in diesem Rennen. Ja. Dennoch sind sich Besitzer und Trainerin einig, dass Fabregas im nächsten Jahr wieder seine Favoritenrolle behauptet.